willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute wieder am Start und habe für euch ein paar richtig coole, aber auch sehr einfache Do-it-yourselfs. Und zwar sind diese jetzt für den Herbst. Hier im Hintergrund könnt ihr vielleicht schon eins davon sehen. Ja, und wenn ihr jetzt wissen möchtet, wie ich das gemacht habe, dann bleibt jetzt einfach dran. Für das erste DIY benötigt man eine Lichterkette, da kann man eigentlich nehmen, welche man möchte, ein paar Kunstblätter und etwas Tesafilm. Nun befestige ich den Stiel von den Blättern einfach an der Lichterkette. Und fertig ist die Lichterkette. Diese könnt ihr jetzt natürlich einfach überall dort anbringen, wo ihr sie gerne hättet. Für die nächste Deko-Idee benötigt ihr einfach ein paar Gläser, wo ihr später ein Teelicht reinmachen könnt. Dann habe ich draußen Stöcker gesammelt, etwas Schnur und eine Heißklebepistole. Als erstes solltet ihr die Stöcker alle auf eine Länge abbrechen. Und dann fange ich an, die Stöcker einfach ringsherum um das Gläschen mit meiner Heißklebepistole zu befestigen. Wenn die Stöcker ringsherum am Glas befestigt sind, mache ich noch eine Schleife drum. Und so sieht dann das fertige Ergebnis aus. Wer will, kann dann auch noch verschiedene Größen machen und ich habe das Ganze dann noch in einer Schale platziert. Und dann noch dementsprechend dekoriert. Ich habe dann ein paar Blätter genommen, ein paar Beeren, Kastanien, Eicheln und ja, da ist eurer Fantasie keine Grenze gesetzt. So sieht das Ganze bei mir jetzt aus und ich finde, herbstlicher geht es schon gar nicht mehr. Für den Kürbis mit Herzausschnitt benötigen wir natürlich einen Kürbis und zunächst erstmal ein Messer. Und dann fange ich an, oben ein Loch auszuschneiden, um den Kürbis anschließend auszuhöhlen. Mit einem Löffel kann man dann wirklich gut alles aus dem Kürbis rauskratzen. Anschließend wasche ich den Kürbis nochmal aus und trockne ihn dann auch gut ab mit einem Tuch und lasse ihn dann auch wirklich nochmal 2 bis 3 Stunden einfach stehen und austrocknen. Am besten auch über Nacht. Wenn ihr dann einen Kürbis habt, so wie ich, der nicht wirklich stehen will, dann schneide ich den unteren Teil einfach auch nochmal mit ab. Und dann zeichne ich mir mit einem Stift eine Herzform auf den Kürbis und schneide mir das dann hinterher so aus. Dabei muss man natürlich wirklich vorsichtig sein, da der Kürbis ja ziemlich hart ist und man dann auch schnell mal mit dem Messer abrutschen kann. Zum Schluss kann man den Kürbis dann noch mit Haarspray besprühen, damit er länger hält. Nach dem Einsprühen solltet ihr den Kürbis natürlich noch mal ein bisschen stehen lassen, damit die Gase verfliegen können und dann tut ihr einfach nur noch ein Teelicht rein, den Deckel wieder oben drauf und fertig ist dieses schöne Teelicht.
DIY ist super einfach. Ihr benötigt einfach eine Vase, natürlich Kastanien, dann ein Teelicht oder eine Kerze, in diesem Fall ist diese von IKEA. Ein paar Kunstblätter habe ich dann noch benutzt und auch wieder etwas von dem Bastfaden. Und dann gebt ihr die Kastanien einfach in euer Gefäß bis zu einer bestimmten Höhe, so wie ihr es gerne hättet, und gebt dann die Kerze oben drauf. Um die Kerze ein bisschen einzuhüllen, gebe ich dann ringsherum einfach noch ein paar einzelne Kastanien. Auch hier habe ich dann wieder eine Schleife rumgemacht und zum Schluss stecke ich dann einfach noch ein künstliches Blatt dahinter. Und das ist dann das fertige Ergebnis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich doch wissen, indem ihr mir hier unten einen Kommentar da lasst oder auch einen Daumen nach oben. Ich würde mich wirklich riesig freuen. Ja, und wenn du noch nicht Abonnent meines Kanals bist, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du das jetzt nachholst. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss!